Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von den Fortnite Tipps und Tricks. Heute zeige ich euch, wie ihr ein besseres Aim bekommt in Kapitel 3 Season 1. Also let's go. Als erstes müssen wir uns um die In-Game Sense kümmern. X, Y Achse. Ich habe euch das Ganze in einem anderen Video schon erklärt, aber ich will euch am meisten über Targeting Sensitivity und Scope Sensitivity reden. Targeting Sensitivity, ich habe das jetzt auf 30% gestellt wie Scope Sensitivity. Das sind 30% der X und Y Achse. So schnell bewegt sich dann euer Maus, wenn ihr jemanden anvisiert. Desto niedriger diese ist, desto besseres Aim habt ihr, also desto genauer seid ihr. Das muss aber nicht genau sein, wenn ihr zu niedrig habt, dann kommt ihr nicht mehr die Gegner hinterher, weil sie ja die natürlich bewegen und nicht stillstehen. Bei Scope Sensitivity, das ist gut für Sniper, da würde ich euch eher empfehlen, eine mittlere Sensitivity zu haben oder eine niedrige, aber das ist eher mehr Geschmackssache. Ihr solltet euch das wirklich anschauen und selber ausprobieren, also vielleicht einmal auf 100% zu haben, um zu schauen, ob das vielleicht zu schnell ist. Wenn es zu schnell ist, immer wieder runtergehen, bis ihr dann eure Sense gefunden habt. Das gleiche könnt ihr auch mit Targeting Sensitivity machen, obwohl ich da schon bei 50% anfangen würde. Ich würde nicht höher gehen. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten Tipp. Im nächsten Tipp müsst ihr in Creative reingehen. Wenn ihr in Creative seid, geht ihr in eine Insel rein, die ihr erstellen könnt und wo ihr eine Kiste erstellt, zum Beispiel. Kiste erstellt und ein paar Sentry Bots implatziert. Sentry Bots findet ihr unter Devices. Da findet ihr zum Beispiel einen Player Spawn Point, hier einen Sentry und einen Player Spawn Point, damit ihr nicht die ganze Zeit in der Luft spawnt. Und vielleicht und macht eine Kiste aus verschiedenen Waffen. Vielleicht eine MK7, eine Pump und so weiter. Okay, dann schauen wir uns mal an. Hier spawnen sie dann. Ihr könnt das auch einstellen, dass sie unendlich Leben haben. So wie, dass ich auch unendlich Leben habt. Dafür geht es hier einfach zu einem hin. Und hier werde ich euch jetzt mal zeigen, wie ihr die MK7 richtig kontrollieren könnt. Ich sehe nur viele, obwohl es wirklich nicht wirklich so viele sind, aber manche Leute checken nicht, dass es einen Recoil gibt. Das heißt, wenn ihr schießt, dann geht er nach oben. Was müsst ihr machen? Ihr schießt auf den Gegner und zieht nach unten. Irgendwann merkt ihr, wann ihr nach unten ziehen müsst und wie viel, wie stark. Und dann trifft sie jeden Schuss immer Headshot. Das ist eigentlich das Schwerste bei der MK7. Ich würde die MK7 nicht benutzen im Close Range, außer ihr seid wirklich sehr, sehr nah dran, weil sie ziemlich irgendwo hinschießt. Sie ist nicht dorthin, wo ihr hinzielt. Jetzt kommen wir zur SMG. Die SMG ist sehr akkurat, sie macht auch verdammte Schaden. Sie macht insgesamt über 260 Schaden pro Sekunde. Das heißt, wenn jemand hier jetzt stehen würde und ich mache so und ich treffe jeden Schuss, nicht mal einen Headshot, dann ist er in unter einer Sekunde tot. Ja, ihr habt richtig gehört, in unter einer Sekunde ist der Gegner tot. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Tipp. Und das ist, was ihr tun sollt, wenn ihr in einer Box seid. Ihr seid in einer Box und da ist ein Gegner auf der anderen Seite. Was macht ihr? Ihr habt eine Pump, eine SMG und eine MK7. Was macht ihr in dieser Situation? Werdet ihr mit einer Pump schießen? Oder werdet ihr mit der SMG einfach drauf gehen? Ihr geht einfach mit der SMG drauf. Die SMG ist gerade so stark, dass es keinen Sinn macht, mit einer Pump zu schießen. Denn ihr könnt in unter einer Sekunde sterben. Und wenn ihr die Pump schießt und dann direkt auf die SMG wechselt, braucht ihr fast eine ganze Sekunde, um zu wechseln, um schießen zu können. Das heißt, einfach auf die SMG wechseln und rein sprayen. Werde ich euch noch weiter, dann später noch eine Map zeigen, wo ihr euer SMG-Aim, euer Pump-Aim und euer der AK-Aim verbessern können. In einer Box versucht nicht zu flicken, versucht wirklich auf den Gegner drauf zu bleiben. Der Gegner wird natürlich sich natürlich versuchen auszuweichen, die ganze Zeit herumlaufen, ringen und so weiter, aber versucht wirklich mit der SMG auf den Gegner drauf zu bleiben. Und jetzt kommen wir zu den Aim-Maps. So Leute, jetzt kommen wir zu den Aim-Training-Maps. Dafür gehen wir zu einem Schaltpult und geben diesen Code hier ein. 6531, 5731 und 1207. Auch natürlich unten in der Videobeschreibung. Ihr geht dann hier rein. Es ist eine Aim-Training-Map von Raider464, die ich finde, die am besten ist. Und heute werde ich euch zeigen, wie ihr euer Shotgun und euer Tracking-Aim verbessern könnt. Ihr bekommt, wenn ihr in die Map reingeht, bekommt ihr eine Handcannon. Hier könnt ihr dann auswählen, was ihr haben wollt. Ihr schießt dann einfach auf irgendeines drauf. Jede einzelne Map dauert eine Minute lang und dann werdet ihr automatisch hier wieder zurückteleportiert. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel hier zu Bounce-Click-Timing geht, wenn das hier machen würde, Bounce-Click-Timing, ich weiß nicht, wo... Da versucht ihr einfach nur diese pinke Kugel abzuschießen. Genau nach 6 Sekunden, wie man gerade sehen kann, wird man wieder zurück teleportiert. Hier gibt es noch, ich werde euch noch das zeigen mit Sentry Rams. Da sieht man dann bestimmten Rams und ihr müsst dann verschiedene Gegner hier abschießen.
Wieso man so schnell schießen kann, hat damit zu tun, dass man jedes Mal, wenn man jemanden tötet, eine neue Waffe bekommt. Man muss ja wirklich jedes Mal einen Headshot treffen, weil sonst sterben sie nicht. Das ist auf jeden Fall auf den Kopf zu konzentrieren, denn da macht ihr am meisten Schaden. Ihr könnt auch am eurem Body konzentrieren, weil da seid ihr immer sicher. Dann macht ihr immer genug Damage, aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, vom Kopf zu zielen. Danach kommt ihr wieder zurück. Kommt dann, danach würde ich euch empfehlen, also nach dem Sentry Rams, weil da kann man ziemlich gut üben, wo die Leute sind. Und da geht es ziemlich schnell voran. Würde euch empfehlen, Close den Shotgun. Da kommt dann so eine ganz dünne. Und ihr müsst genau treffen. Wenn ihr nicht trefft, macht ihr keinen Schaden. Hallo. Ihr dürft nicht einmal ein kleines bisschen. Dieser weiße Punkt in der Mitte muss genau auf dem sein. Wenn ihr ein bisschen daneben seid, dann trefft ihr nicht mehr. Etwas, was noch ganz wichtig ist, ist Pop-Up Orbs. Da bekommt ihr eine Pistole. Schießt ihr dann genau dorthin, wo der ist. Damit könnt ihr euer Flicken verbessern. Das war's eigentlich gewesen mit der Pump, mit dem Pumpen an sich. Würde euch da diese drei empfehlen, also Bounce Lick Timing, Sentry Rams und Close Thin Shotgun. Und dann natürlich noch Pop-Up Orbs. Diese würde ich hier empfehlen, weil da könnt ihr eigentlich alles üben. Jetzt kommen wir zum Tracking. Beim Tracking würde ich euch erstmal anfangen, wenn ihr nicht so gut seid, mit Easy und dann zu Hard vielleicht gehen, Revolving Tracking. Das heißt, ihr werdet dann die ganze Zeit im Kreis geschossen und muss dann versuchen, die Mitte die ganze Zeit zu treffen. Das sollte euer SMG-Aim verdammt krass verbessern. Versucht nicht rein zu ADSen. Als nächstes würde ich euch empfehlen, Overhead Slide SMG. Dann werdet ihr die ganze Zeit über einen Sentry Dann gibt es noch Vertical Tracking Hard. Das ist ziemlich anstrengend und ziemlich schwierig. Da werdet ihr einfach rumgebounced und versucht diesen Ball halt abzuschießen. Die ganze Zeit eben zu haben. Jetzt kommen wir zur nächsten Map und dafür müsst ihr aus Creative rausgehen. Jetzt kommen wir zu der 1v1 Aim Duel Map. Version 2. Für diese Map müsst ihr hier bei Change gehen, bei Inselcode und kopiert diesen Code hier rein. Dann kommt das hier. Das ist auch von Raider464 und da könnt ihr jetzt auf Play drücken. Seid euch sicher, dass hier Public Game oder öffentliches Spiel steht, weil sonst kommt ihr nicht mit dem Gegner in die Lobby. So, jetzt warten wir auf den Gegner. Sollte hier keiner kommen, werde ich euch kurz dann halt, wenn sollte hier keiner kommen, dann werde ich euch kurz erzählen, wie das Ganze hier sonst funktionieren sollte. Sollte keiner joinen, zum Beispiel hier ist jetzt jemand gejoint, dann versucht einfach jemanden bei Discord anzuschreiben oder irgendwelchen Freunden zu fragen, ob sie euch helfen können, die nicht so komplett schlecht im Spiel sind, damit ihr euch verbessern könnt. Und dann Aim. Hier gibt es verschiedene Glade Aim Duel, All Glider Scenarios oder Close Range Aim Duel. Close Range Aim Duel würde ich eher nehmen. Und vielleicht so hier hin. Würde eher eine Waffe nehmen, zum Beispiel die hier, Dinger SMG. Und wird dann zu 2000 Health gehen. 2000 Health rein und dann würde ich zu 1v1 with Cone gehen. In einer Sekunde müsst ihr einfach nur ihn sprayen und versuchen, jeden Schuss zu treffen. Der gewinnt, der mehr als 2000 Schaden gemacht hat, also der erste stirbt, hat verloren. So. Und da gibt es verschiedene Maps, die werde ich jetzt nicht alles erzählen. Ich würde eher gesagt sagen, dass ihr euch das genau anschauen solltet. Ich wollte euch nur ganz kurz zeigen, was ihr genau machen könnt. Ich würde dann als nächstes das hier nehmen. Dann gehen wir mal so wieder zu 2000 Health. Und da nehmen wir jetzt Half. Warum nicht? Es ist nur so ein halbes Teil. Das heißt, ihr könnt euch nicht so wirklich weiter frei bewegen. Ihr müsst auch andere Movement haben. Also rumspringen, sneaken. Versucht auf jeden Fall immer so gut wie möglich auf den Kopf zu zielen. Und das macht dann POS sehr ziemlich lange, damit euer Aim wieder besser wird. Dann kommen wir zur nächsten Map. Dafür müsst ihr wieder Creative verlassen und dann eine Inselcode eingeben. Dieses Mal nehmen wir diesen Inselcode. Das heißt, ihr geht hier rein
diesen Inselcode. Gleich sollte es erscheinen. Das ist Headshot Only. Das habe ich auch schon in der letzten Folge gezeigt. Aber vielleicht wird es dieses Mal besser funktionieren, wo wir auch eine Karte auswählen, einen Modus auswählen, wo wir nur Headshot Only machen können. Also hinter mir können wir sehen, zum Beispiel Gold Striker. Ich gehe für Gold Striker. Ich habe gar keinen Bock auf das. Und Headshot Only. Only kill someone with Headshot. Damit könnt ihr euer Aim am besten verbessern, weil ihr dann immer auf den Kopf zielen müsst und immer 100% Schaden machen müsst, damit ihr genug Schaden macht, damit er stirbt. So, dann bekommt ihr eine Waffe, zum Beispiel das hier. Schaut so aus, als würden wir hier nicht die Striker-Waffe bekommen, die ich gerne hätte, gehabt hätte. Einmal. Hier ist gerade Headshot Only, das heißt, ihr müsst 200 Schaden machen. Zum Beispiel 194 macht keinen Unterschied. Ihr müsst 200 Schaden machen, weil sonst... Wenn ihr keinen 200 Schaden macht, werdet ihr einfach geheilt. Also der Gegner wird dann einfach geheilt und ihr müsst... Und zweiter Schuss bringt dann nichts. Das Einzige, wie ihr dann ihn töten könntet, wäre es... Digga. Na, der Typ. Ja, was schießt mich hier? Natürlich, manchmal kann es sein, dass ihr auch eine Striker bekommt. Bin nicht aufgewehrt, Mann. Best natürlich, wenn ihr eine Striker bekommt oder eine... Weil eine Shotgun oder eine Pumpgun macht hier wenig Sinn, weil ihr natürlich keine Pumpgun im Spiel gibt. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr lasst, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis später, Leute. Ciao.